Hallo, willkommen zu Subnautica Below Zero. Wo finde ich den Mineraldetektor? Dazu suchen wir uns eigentlich noch fast hier beim Startgebiet. Also ihr seht, da drüben ist mein Startpot. Suchen wir diesen ziemlich markanten Felsen, den man sogar bei Schnee teilweise sieht oder ein Stück weit. Hier können wir oben rauf und ihr seht da drüben schon so was Dunkles. Streng genommen könnt ihr halt die hier durch dieses Loch und einfach Richtung Süden, falls ihr den Kompass schon habt, oder wenn es jetzt nicht so sehr am Schneien ist, seht ihr auch schon direkt, wo ihr hin wollt. Einfach ist es auch von unter Wasser. Da seht ihr halt einfach dieses blitzende Kabel hier und halt gefolgt vom Gitter. Der geht hier hoch. Und hier habt ihr das erste Fragment vom Mineraldetektor. Das andere Fragment findet ihr hier bei Station Delta, wo ihr die Frau getriggert habt. Wenn ihr da wieder runter geht, oder seid ihr schon zu weit, wenn ihr da wieder runter geht, habt ihr hier auf dem Tisch auch noch so ein Fragment eines Mineraldetektors. Ja, und damit habt ihr dann schon mal zwei Teile. Wenn euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like und oder ein Follow freuen, wie euch beliebt. Und bis zum nächsten Video. Bleibt mir gewogen und ertrinkt nicht.